Jo Leute, willkommen zu einem erneuten Video auf dem TSF eSports Kanal. Hier ist euer Ex-Sof aka Flo. Heute reagieren wir auf drei Bewerber. Wenn ihr wollt, dass wir auch auf eure Bewerbungen reagieren, dann kommt in unser Discord, was in der Videobeschreibung verlinkt ist, und bewirbt euch für unser Clan. Mit dabei ist TSF Rice aka Dave. Moin Leute, euer Rice hier. Und wir reagieren jetzt auf das Video. Bis gleich. So, Platz 378, W2 Ghoul, Ah, wieder am 59 Start. Okay. Punkte, stabil. Easy, easy. Er hat 40 Punkte, nimmt mich jetzt mal Wunder. Ja, Mann. Und nebenbei, wir haben dann den Ton aus, falls die Musik Copyright ist. Falls ihr euch wundert, Ja. wieso ihr nichts hört. Ist extra. Das ja auch. 35 Leute in der Zone. Easy, Digga. Nicht schlecht. Du musst auch noch dazu sagen, er ist ein PS4-Spieler Ja. und hat nur 60 FPS. Ja, das sehe ich auch gerade. Man sieht es halt auch ein bisschen an der Qualität, aber ist nicht so schlimm. Ist auf PS4 normal. Diese Zwei zwei Headshots. Headshots. Ja, nicht schlecht. Mal gucken, was er aus der Runde macht. Ich glaube, es ist einfach ein Zusammenschnitt von der ganzen Runde. Das sagt ihn. Ja, das war wirklich clean. Stabil. Sind noch 28 Leute, stimmt's? Ja, Mann. Oder? Ja, ist schwer zu erkennen, ist wirklich schwer zu erkennen. 27 Hey, Leben noch. 28. Ja, mit ihm 28. So, ja. Ja. Aber die Zone ist mega klein. Ja, Mann. Man merkt auch, er ist ein sehr passiver Spieler. Ja, Er er wartet und wartet. beobachtet auch. Ja, Mann, er wartet, er wartet. Er beobachtet dieses Eiffelturm, diesen Eiffelturm da hinten. Dieses Deutsch. Der eine Aber hat das wirklich gibt. ernst gemeint, Digga, mit dem Turm. Das gibt's aber immer, dass die Leute so einen Eiffelturm bauen in. Ist so. Genau, in Fortnite. In den Cups. In den Cups. Aber ich muss ja auch sagen, Highground ist nicht immer wichtig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil was bringt die Highground, wenn du nicht taktisch spielen kannst? Am Ende wirst du runtergeschossen und die Runde ist vorbei. Deswegen. Okay. Er spielt clean, Digga. Er spielt auch passiv. Ja, Mann. Jetzt wartet er ein bisschen. Was auch schlau ist, dass er wartet. Er geht mit der Sonst Zone man. mit. Jetzt wartet er noch mal ein bisschen. Das ist schon gut. Ja. Oh, Oh, der war low. nice Kill. Aber Baba Aim. Wichtig für ihn, weil er halt nur 60 HP hatte oder weniger. Okay, noch ein Kill. Er hat eine sehr hohe Sensi. Aber er Für kommt gut damit PS4. klar. Ja, er kommt ganz gut damit klar. Noch ein Kill. Durch die Zone oder was? Ich hab's nicht Ja, gesehen. durch die Zone. 5 Kills hat er. Ihr merkt es auch bei ihm. Er ist ein sehr Low Ground. Also er spielt wirklich Low Ground. Er Und trotzdem baut nimmt auch er jeden kaum. auseinander. Ja, er baut auch kaum. Aber 10 Mats. Jetzt mal schauen, was er damit macht. Ja, Mann. Das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Stimmt, der hat nur noch 10 Metz, Alter. Krass. Okay, Oh, noch ein noch ein Kill. Kill? Ah, 60 Metz dazu. Noch mehr Kritisch. Mats? Jetzt hat er ein bisschen mehr, ja. Noch ein Kill? Hat er geholt? Da? Ja. 6 Kills, okay. Hat er den? Ja, durch die Ja. Zone wieder. Er hat stabiles Aim. Das muss man auch sagen. Ja, jetzt hat er wirklich gar keine Mats mehr. Ja. Wer einfach wartet, bis dieser Gegner läuft. Oh, Die Clean nice. einfach baut, spielt. Ja, ist so.
Guck, jetzt hat er wieder Mats und guck mal, was der macht. Das ist einfach. Oh, für PS4-Spieler ist das krass. Sehr schön. Was ein Aim. Für einen PS4-Spieler ist das mega krass, was er hier macht. Oh, die Rakete, ich hab die schon drin gesehen. Die hätte mich safe geholt. Er chillt halt im Lowground und wartet. Vielleicht kommt er ja runter. Jetzt hat er eine Chance ergriffen. Und oder so, oder so. Ey, die Runde war nicht schlecht. Hat er gut beendet. Stabil. Also, zu dir, Ghoul, kurz. Du hast wirklich clean gespielt. Falls du das siehst, du hast wirklich clean gespielt. Und sollen wir das am Ende sagen, Flo? Was sagst du? Lieber am Ende, oder? Ja, komm, lass erstmal auf jeden reagieren und dann sagen wir am Ende zu denen was. Okay. Dragon war der Nächste. Genau. So, Ton ist aus, wegen Copyright. Mal gucken, was der so macht. Sieht aus wie Boxfight. Na, das Turtle Fight. Oder Turtle Fight, ja. Ja. Ja, es ist fast das gleiche, ja. Ja. Nur Boxfight ist halt größer, diese Qualität und dieses Aim. Ist das jetzt auch? Ja. Oder ist das nur bei dir so vorgespult? Nein, ich glaube nicht. Oh nee. Hat er wirklich, also wenn er das jetzt wirklich gemacht hat, damit man denkt, er ist schnell im Bauen, muss groß. Das Ding ist, so schnell wie er die 90s macht hier beim Dings, kann auch ein PC-Spieler ohne, dass er es beschleunigt. Ja, ist so. Und der verkackt sogar noch. Nee. Das, also wenn das jetzt weitergeht, bis das Video fertig ist, dann können wir jetzt schon aufhören. Egal, geht nur 1 Minute 39. Komm, gucken wir uns die letzte Minute noch an. Also komm, für die Unterhaltung. Aber, der Game Dragon, wenn du das siehst, bitte... Mach nächstes Mal bitte ein normales Video. Ja. Und das kommt wirklich nicht gut an. Jetzt nur Front, aber das kommt wirklich nicht gut an. Das war's? Zwei Clips. Zwei Clips. Und den Rest alles bauen. Dragon. Nicht böse gemeint. Jeder kann sich verbessern. So, aber das Video war jetzt wirklich nicht gut. Weil du hast gerade vorgespult, damit man denkt, du bist schnell im Bauen. Und wenn man nur schon die Zeit anguckt, sieht man das. Und ich glaube, dass du auch dein Video angeguckt hast, bevor du es abgeschickt hast. Ich denke mal, du hast das extra gemacht. Von dem her leider ganz bad, wirklich bad. Bin auch der Meinung. Und sowas als kleiner Tipp. Mach sowas nie wieder. Das kommt wirklich gar nicht gut an bei Clans. Ja. Auch bei einem kleinen Clan, wo ein 12-Jähriger gemacht hat, auch da kommt es nicht gut an. Auch der wird es merken. Auch mein 8-jähriger kleiner Bruder, 7-jähriger, würde es merken. Also jetzt wirklich nur Front, aber mach das wirklich nie wieder. Ja. Das ist gar nicht gut. Wenn du dich nochmal bewerben möchtest, dann musst du dich noch um einiges verbessern. Weil nur schon Ghoul hat sehr krank gespielt und jetzt dein Video im Gegensatz zu seinem Video kann man halt nicht viel zu sagen, so außer ja, dass seins übelst krass war und deins untere Liga lame. So wir geben halt mehrere Chancen, wenn du denkst, du bist jetzt bereit und wenn du denkst, du hast jetzt ein perfektes Video, ohne dass du deine Bauskills vorspulst. Kannst du gerne nochmal ein Video in unser Discord schicken, was übrigens jeder kann, der hier zuschaut, wenn ihr euch bewerben möchtet. Ihr wisst, Link ist in der Videobeschreibung. Ich würde mal sagen, wir reagieren jetzt auf den nächsten. Das ist Clyde. Mhm. Mal gucken, Switch to PC, okay. Der ist neu auf PC, ja. Okay, mal gucken. Er schreibt auch sorry für die Qualität, verständlich.
PS4 halt. Oder halt PC. Ist halt PC, ja. Ja, wahrscheinlich hat er einfach einen nicht so kranken PC, aber ist ja nicht schlimm. Ja, 200er. Auch von 200er. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Er editiert gut und hat stabiles Aim. Paar Sonos. Auch noch hier. Hat ganz stabiles Aim, Digga. Mhm. Noch ein 200er. Alter. Noch ein 200er. 130er. Das wär's gewesen jetzt. Oh, ganz schön. Das war wirklich clean. Ja. Er kennt, glaub, auch diese kleinen Tricks hier bei Boxfights und so. Diesen 30er-Hit, den kennt man. Aber den Disrespect hat er sich damit gerettet. Ja, ja. Noch ein 200er. Er macht ganz schön gute Hits. Also er macht wirklich cleane Hits. Ja, außer diese 80er jetzt und der 29er und vorhin auch noch ein 30er. Aber jeder Schuss trifft. Ist jeder Schuss trifft. Ja, ist so. Alter. Nicht schlecht. Er ist wirklich ein sehr starker Boxfight-Spieler. Das ja. Muss man ihm sagen. Das muss man ihm geben. Das merkt man direkt. Und editieren kann er auch sehr schnell. Das war clean. Das auch. Oh. Halt jeder Schuss trifft. Das ist wirklich gut. Nice. Gut überlegt. Ey, der Typ spielt wirklich stabil. Ist so. Das war auch clean. Einfach runter editieren und One-Pump geben. Ja. Der Gegner war halt ein bisschen lost jetzt so, aber trotzdem, sein Aim ist wirklich nicht mehr normal. Ja, guck mal, dieser Hit, der da gibt. Er spielt auch eine High Sense, aber er kommt ganz gut mit dem klar. Ist so. Oh, diese Edits. Das war auch clean. Guck dir das mal an. Das war auch wirklich clean. Das war auch clean. Okay, das war's mit dem Video. Okay, also man muss auch wieder sagen, diese Bewerbung im Gegensatz zu der von Dragon war um einiges besser. Ja. So muss auch eine Bewerbung aussehen, meiner Meinung nach. Es fehlen aber auch die Bauclips, das hätte ich jetzt auch gerne noch gesehen, am Anfang, wie krank er bauen kann. Aber ich denke, so wie er editiert und aimt und sich bewegt, kann er safe gut bauen. Ja, aber gehört halt auch dazu, so zu einer Bewerbung. Ja, muss nicht unbedingt, aber hätte ich gern jetzt auch gerne gesehen. Zu Ghoul sage ich jetzt einfach eine nice Round. Normalerweise sieht man Bewerbungen mit Bauclips, Arena-Clips und so weiter, aber so ein Video, wie er das gemacht hat, finde ich auch mega spannend. Ja. Und auch eine wirklich gute Bewerbung. Aber wie gesagt, das zu Dragon, ja, das war wirklich lame. Das war wirklich unterste Liga. Wir wollen dich nicht disrespekten oder so, aber du hast dein Video safe auch vor dem schon angeguckt, bevor du es uns geschickt hast. Und dann musst du halt mit unserer Meinung rechnen, dass wir sowas dazu sagen. Verbesser dich und versuch's in einem erneuten Video. Genau. Vielleicht bist du dann besser. Wer weiß. Jeder ist am Anfang nicht so gut, so wenn du frisch angefangen hast oder so. Aber nicht aufgeben, weitermachen. Und es einfach nicht beschleunigen, das macht es wirklich auch nicht besser. Ja, ja. Auf jeden Fall, Ghoul, sein Video war richtig spannend, weil es halt ein Turnier war. Mhm. Auf auch ihn wenn, kommen wir noch zu. Auch wenn es jetzt 5 Minuten ging, es war wirklich spannend. Und Clyde, deins war wirklich gut, weil du hast schön viele Clips dabei gehabt von Boxfights. Verdammt geile Hits. Gute Edits und clean. Und auf dich kommen wir definitiv auch zu. Also auf jeden Fall Ghoul und Clyde. Stabil. Gut gemacht, Jungs. Und ja, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Nein, alles gesagt. Clyde und Ghoul waren gut. Dragon hat es leider nicht geschafft, aber wie du es schon gesagt hast, er kann sich noch weiterhin verbessern, ja. Neu bewerben. Es war auch ein Prank-Video, kann auch sein, gibt auch einige, die sowas machen. Ja, könnte sein. Aber ich denke jetzt nicht, dass es so ist. Ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint. Ja, weil der Clip am Anfang, der Clip am Ende, die waren ernst gemeint. Das kann man schon sagen, ja. Ja,
Auf jeden Fall, wenn euch solche Formate gefallen, wie wir auf Bewerber reagieren, lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert, ob es euch gefällt. Wer weiß. Ja. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ja, wie am Anfang schon erwähnt, jeder kann sich für uns bewerben. Wir nehmen jede Bewerbung an. Wir tun auch auf so viele Bewerbungen wie möglich reagieren. Und machen dazu ein Video, wenn euch dieses Format wirklich gefällt. Ja. Und schickt einfach Bewerbungen rein, wie verrückt. Wir schauen uns wirklich jede einzelne Bewerbung an. Wir können jetzt nicht auf alle reagieren, aber wir schauen uns wirklich jede einzelne Bewerbung an. Wir kommen auf euch zu, falls uns die Bewerbung gefällt. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Einfach abonnieren und liken nicht vergessen, wenn euch dieses Format gefällt. Und ja, Flo, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Stream. Haut rein und eine schöne gute Nacht.